Bei einem Selbstmordattentat in einer Moschee im Nordwesten Pakistans sind Dutzende Personen getötet worden. Wie die Polizei und Rettungskräfte am Freitag mitteilten, würden auch noch viele der Verletzten in Lebensgefahr schweben. Wer hinter dem Anschlag stecken könnte, ist bisher noch unklar. Der Vorfall ereignete sich während des Freitagsgebets in der Stadt Peshawar. Polizeiangaben zufolge hätten sich zwei bewaffnete Männer auf einem Motorrad der Moschee genähert und seien dort von Sicherheitskräften zur Überprüfung angehalten worden. Sie hätten dann das Feuer eröffnet, seien in die Moschee eingedrungen und es habe eine große Detonation gegeben. Die Ermittlungen werden weiter fortgesetzt.